Ich würde sagen, wir schauen aber erstmal bei Sascha vorbei, denn der hat auch ein neues Video rausgebracht. Let's go, da schauen wir mal rein. Heute ist wieder soweit. Niemand hat es sich gewünscht. Luca hat mir all meine Memes zukommen lassen. Oh, Sascha. Und das kurz nachdem ich mein Video gemacht habe. Hast du dich wahrscheinlich nicht von mir inspirieren lassen, weil das Format von dir schon seit mehreren Monaten besteht? Ich hasse euch alle! Was soll die Scheiße? Wer ist denn wirklich so mad auf E-Scooter? Ich verstehe das nicht, wenn Leute die nehmen und ins Wasser werfen. Wer ist denn wirklich ernsthaft sauer auf E-Scooter? Gibt es jemanden tatsächlich, der E-Scooter wirklich hasst? Gibt es jemanden, der die wirklich hasst? Ich meine, Jesus, was ist das Problem von dir und E-Scootern? Also ich finde die sau praktisch, die Dinger, ich weiß nicht. Das heißt, wir schauen uns heute Allmann-Memes an. Ich bin sehr gespannt, was alles so am Start sein wird. Ich würde sagen, erster Clip, let's go. Vogel einzusperren. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen, hast du versucht einzusperrt. Das ist Partybruder. Kennt ihr doch Partybruder, Leute? Ich hab's direkt erkannt. Viva Logo, das ist Partybruder. Ich sehe da einen ziemlich fetten Iceberg. Wir beginnen. Mein Magen, wenn ich nichts gegessen habe, 1:1. Mit dem Bruder hier. Area 5 Tony, meine Welt, ist der erste Newcomer der Area 5 Tony. Nicht Area 51, oder? Area 5 Tony. Herr Baron. Das, Stunde. Nein, Area 51. Area 5. Oh, so. Grüße gehen raus. Schade, Mois. Aus an den Newcomer des Jahres, Aria 5 Tony. Aria 5 Tony, Alter. Die anderen Clips, muss ich ehrlich sagen, mit dem Magen, habe ich gefühlt. Oh, da ist der Köftespieß, Leute. Da ist der Köftespieß. Ein schöner Köfte. Dieser Typ gibt euch Cheeseburger, die sind lauwarm. Von 1996 und ihr fresst die Kacke und diskutiert mit mir darüber. Was macht Flair in der krossen Krabbe, Alter? Was macht Flair in der krossen Krabbe? Tödlicher als Corona. Ich bin mit Dachis für 14 Marmeter, habe noch Nana P. Alles klar, beiseite. Das Ding ist, zwei von den Jungs gerade bestimmt bei mir im Chat hier gerade. Was los? Sie wollte doch irgendwas. Was wollte sie? Was hast du gegeben? Hey, komm her. Digga, das ist doch kein unironic TikTok. Das ist doch kein TikTok, was man wirklich macht, Digga. Das ist doch kein TikTok, was man wirklich produziert. Noch Fragen zu dem typischen Merrow-Konsument? Nein. Ich auch nicht. Und weg damit. Lieber mein HyperX Headset, denn die halten. 10 Meter. Ist das Miguel Pablo gewesen? 10 Meter. Wie lang ist das? 10 Meter. 10 richtig dran. Oh, richtig. Richtig dran. Lass mal sehen, den Rauch. Jawohl, Junge. Richtig. Mit wem ist Ratada in der Shisha-Bar und warum zwingt er ihn zum Rauchen? Ich ärgere heute mal wieder meine Oma. Oma! Kommst du? Was? Kommst du mal? Ah, scheiße, Alter. Vergiss es diesmal nicht, du Schlingel. Digga. Anders unangenehm. Vor allen Dingen, warum ist die Oma so anders jung? Also, mild würde ich jetzt nicht sagen. Ach, ich halt einfach die Fresse. 2 Wochen Quarantäne machen wirklich einiges mit einem. Ich sag's euch so, wie es ist. Nicht, du Schlingel. Die Oma ist echt nice. Was? Siehst du? Sascha sagt's auch. Die Oma ist echt nice. Was ist eine Million? Was? Also, eine Zahl. Was ist das? Was ist eine Million? Das ist eine Million. Da fährt der Drogendealer! Gut, Vergangenheit bleibt Vergangenheit an der Stelle. Die Regale leer und guck nicht mal den Preis an. Ja, ein Supermodel. Wenn du mich siehst, sag Maschallah einfach die Hübsche. Wenn du mich siehst, sag Maschallah einfach die Hübsche. Genau so, Sascha. Genau so und nicht anders. Hoffentlich sieht jemand die Dame draußen und sagt zu ihr, Maschallah einfach die Hübsche. Lieber Mann, was macht ihr hier?
Ach, du Ballerina. Ach du grüne Neune. Der hat keine Hörer an. Hm? Der hat keine Hörer an. Jens, Kindererziehung, entblößte Genitalien, Knossi. Schwieriges Thema, Bro. Da vielleicht doch anziehen das nächste Mal. Streamer in Baden-Baden festgenommen. Laut eigener Aussage bleibt er drin. Ei! Oh. Kinderschänderin gab Säugling die Brust. Opfer immer jünger. Vatikan. Und an der Stelle bin ich wieder komplett raus. Jens dachte sich auch bei der Vierjährigen. Maschallah, einfach die Hübsche. Das ist seine Tochter, Sascha. Ich weiß nicht genau. Vielleicht Kontext. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr mich jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis mit einem Abonnement unterstützen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ich heiße Kevin, bin 12.500 Jahre alt und komme aus Berlin. Unter dem Namen Papa Platte streame ich täglich für 3 Menschen auf der Livestream-Plattform Twitch. So und nicht anders. Kevin, Maschallah, einfach die Hübsche. Gut.